So, da ich in den letzten Minuten jeden irgendwie beleidigt habe, weil es schafft und so. Nein, wir nehmen mal wieder eine andere Kombi. Also erstmal so, ja genau. Hey, Hostas und Sternchen, was geht? Heute mal wieder auf meinem großen Account und so weiter, ne? Und was wäre, wenn du gut mit Ray gut spielen? Was wäre, wenn du gut mit Ray gut spielen könntest? Bevor man einen Kommentar schreibt, vielleicht nochmal prüfen. Tja, das wäre natürlich so eine Sache. Wenn ich gut spielen könnte, wäre das natürlich lustig. Aber ich kann ja sowieso nicht gut spielen, deswegen verstehe ich das Ganze nicht. Was wäre, wenn? Ja, pf, keine Ahnung, ne? Wenn ich hier reingehe, bin ich eh. Ja, toll. Vier Spieler haben null. Okay. Fragt mich nur, warum vier Spieler aus dem Team null Punkte haben. Liegt bestimmt nicht daran, dass die irgendwie AFK sind oder so. Nein, das wär's ja. Null, 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 null. Oh, der kommt schon mit 0,5 rein ins Spiel. Natürlich war der eine Schaft. Ich gehe hier raus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. La 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 la. Alles nur Mulz. La 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 la. Alles nur Mulz und faire Teamverteilung. La 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 la. So. Was wäre, wenn Tanky Online dich fragt, ob du mit denen zusammenarbeiten würdest? Das erste, was ich machen würde, erstmal alle Waffen, Panzer und Farben umbenennen, ne? Alles in Warbeast. Danach würde ich die Server zusammenkloppen mit dem Hammer und dann würde ich kündigen. So, okay. Und die letzte Frage, wenn ich mal diesen töten hier. Ja, nice, Alter, richtig, richtig schön ins Gesicht gedrückt, Alter. So macht man das. Wo haben wir denn die letzte hier? Was hättest du lieber, eine Freundin oder 1000 Euro? Aus Angst, einen Schlag ins Gesicht zu bekommen, sage ich, natürlich hätte ich lieber eine Freundin. Würde zwar nie zutreffen, aber egal. Nein! War nur ein Scherz. Natürlich die 1000 Euro. Okay, pass auf, was du sagst. Nein, Spaß. Also jetzt war wirklich so Spaß und so, ne? Ja, natürlich das Erste. Aber wir kommen gleich zur Geschichte. Ja, und zwar war ich ja gestern so einkaufen oder sagen wir mal so shoppen. Und musste so und hab etwas so gekauft und ich wusste nicht genau so, wer, was könnte ich denn jetzt noch eventuell holen? Fest stand schon mal so ein Ring, ja, nein, keine Sorge, ich werde noch nicht heiraten, ich bin erst 18. Hab so einen Ring geholt, oder wollte erstmal holen, dachte mir so, ja, gut, okay, wird sich schon was finden. Am ersten Laden vorbeigegangen, oh, guck mal, ein sehr schlichter Ring, wie viel kostet der? Oh, nur 1300 Goldbox. Nur 1300 €. Also, wow, Schnäppchen. Die Leute wissen, was da abgeht. Der nächste hat irgendwie 9.999 gekostet. Und das ging immer so, aber ich habe da gerade eine sehr komische Waffe vernommen. Ah, da. Meh. Ja, komm, wenn der Kleine die du bekommt. Ich hab die bekommen. Nice, nice. Oh Gott, ich hab die bekommen. Alter, was geht? Okay, alles klar. Läuft bei mir. Okay, gut. Also, ich hab da so einen Ring. Ja. Hab auf jeden Fall einen gefunden, ne? Aber ich bin ja nicht alleine reingegangen, sondern ich dachte mir so, ja, ich habe erstmal gefragt, ja, Lukas, ne, musst du irgendwie noch was holen oder so? Alter, hat er die schon M3 oder was? Wäre ja echt krank, Mann. Übelste Banker. Such dies hier, ey. Okay, auf jeden Fall. So, ne? Gefragt, ja, wir können ja am Donnerstag und so weiter, ne? Bin ich mit ihm so gegangen und ja, einen Ring holen. Jetzt könnt ihr ja mal vorstellen, was passiert, wenn so zwei junge Männer einen Ring kaufen gehen. Ja. Er hat wenigstens noch gesagt, der Ring ist nicht für mich. Ja. Ja, aber der Verkäufer dachte sich auch so, ja, erlauben wir uns mal einen Scherz. Hat mich dann gefragt, so, ist das Ganze ein Weihnachtsgeschenk? Meinte ich so, ja. Und was kam als Antwort? Ja, aber schon schade, dass er ihn gesehen hat. Da dachte ich auch so, okay. Läuft bei mir, Alter. Ne? Ich gehe, na, und läuft auf jeden Fall beim Verkäufer.
Also es ist so echt so typisch Berlin, so die Verkäufer verarschen jeden und so und ja, ist halt so diese gelassene Stimmung bei uns. Ja gut, gelassen, kommt drauf an, wie man es sieht, ne? Also entweder wirst du beleidigt oder du wirst noch härter beleidigt oder du wirst halt einfach beleidigt. Ja, kommt drauf an. Also es gibt so einige Sachen. Aber wir waren davor noch in einem anderen Laden und da habe ich dann auch noch, oder da haben wir noch auch so ein bisschen so geschaut und so. Und habe ich einfach mal spaßeshalber so gesagt, so, ja, was kostet denn der Mist? Aber nicht so, so, yo, Lukas, was kostet denn der Mist? Sondern so, was kostet denn der? Also schon so ein bisschen lauter so, ja. Und ich habe nicht bemerkt, dass neben mir so eine Angestellte war, so eine Verkäuferin. Und erst im Nachhinein, als ich mich umgedreht habe, habe ich das gesehen, so, oh, shit happens. Hat die mich erstmal komisch angeguckt. So, hä? Okay. Einfach weitergegangen. So, oh, ist nichts passiert, ist nichts passiert. Ja, aber ganz ehrlich, wer in so einem Laden arbeitet, der soll sich über sowas nicht wundern. Also wirst da. Hallo, ich meine mal, wenn man reingeht und das erste, was man sieht, ist ein Produkt mit dem Namen Stuhlgang. Du kannst mich nicht umschubsen, du Lappen. Denkst du wohl, wa? Ja, was willst du jetzt machen? Na, was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht, aber wenn das erste Produkt, welches man sieht, Stuhlgang heißt, ja, ne, dann kann ja der Rest auch so richtig geil werden. Also, ja, ne? Auf jeden Fall eine sehr schöne Weihnachtsidee, Stuhlgang. Kommt immer gut an. Ja. Oder raus. Alles klar. Läuft bei mir. Ja. Ja, und das war's im Grunde auch schon. Oh ja. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich bin gleich tot. Scheiße, 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 scheiße. Oh fuck. Okay. Ja, GG. Ich fahr einfach gegen das Ding. Ich bin tot. Bam. Ja, der hält 3 Schüsse aus. Läuft bei dem. Aber gut, ich hatte auch nicht. Ah, scheiße. Ja, wäre ich mal weitergefahren, ne? Aber ich dachte mir so, Alter, ich bin so cool, ich muss nicht weiterfahren. Egal. So. Als wir zurückgefahren sind in der U-Bahn, also erstens war ja nicht so voll, ne? Die Rentnergruppe kam irgendwie erst dann an, die kam erst da an, als wir hingefahren sind. Dann kamen die Rentner, richtig, richtig, richtig. Alter, ich piss euch allen so aufs Maul. Mann, wieso? Okay, gut, das hat sich eklig angehört. Wieso hat denn jeder Spasti mit einem IQ von 30 eine Schaft? Was soll denn der Mist, ey? Der denkt sich aber auch so, Alter, ich hab voll die geile Waffe, Mann, ey. Jeder Horst versteckt sich damit. Leute, lernt doch mal spielen! Ihr sollt nicht in einer Ecke campen, ihr sollt spielen! Gottverdammte Lappen, ey. So. Ja, verbietet doch einfach mal die Schaft, die braucht keine Sau! Jeder Spieler, der Schaft als Lieblingswaffe gewählt hat, ey, der soll mal. Der soll Hello Kitty spielen gehen oder sonst was, aber. Was soll denn der Mist überhaupt? Ey, guckt euch das doch mal an! Was ist denn das für ein fucking Spielerlebnis? Ich stehe in der Ecke und dann zieht sich die Leute mit meiner Schaft ab! Was ist denn das für eine Scheiße? Da gammelt der Nächste darum. Das ist doch. Meine Fresse, Kindergeburtstag oder was? Na, was willst du jetzt machen? Ja, erober doch. Was ist los mit dir? Willst du erobern oder was? Ja, komm, erober doch, Alter, jetzt tu mal nicht so. Fuck you. Alter, band den Typen, der hat mich beleidigt. Hat mich beleidigt, du. Als ob, ey. Was soll denn der Scheiß hier? Fuck mich hier gleich an, Alter. Was will der Spast überhaupt von mir? Trollolololo. Ja, gut, auf jeden Fall, als wir in der Bahn waren, saß so neben uns eine Frau. Die hat sich auch echt genervt gefühlt. Ich weiß auch nicht, wieso. Wir haben ganz normal geredet. Also, ja. Okay, gut, die musste eine halbe Stunde neben uns sitzen. Aber scheißegal. Auf jeden Fall, wir haben ganz normal geredet. Ja, war alles easy. Easy peasy und so. Einfach nur locker geredet. Und ja, die Frau hat es wohl offensichtlich gestört. Aber hat irgendwie nicht gesagt, dass es sie gestört hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich dachte mir auch so, Alter, was ist los mit dir? Oh, willst du mich umschubsen, du Kleiner? Willst du mich umschubsen? Willst du mich umschubsen? Willst du das wirklich tun? Hast du einen so kleinen Mikropenis? Na gut. Also, auf jeden Fall saß sie so neben uns.
Und Lukas fängt so an zu reden. So, ja, sowieso, und Lehrer hier, und war der nicht weg, und war, oder war die nicht weg und so weiter. Und wir haben einfach nur geredet. Ganz normal, nicht mal laut oder so, sondern einfach ganz normal geredet so. Als ob es halt Unterricht wäre, sag ich mal. Also wirklich leise. Relativ, ne? Und die Frau dachte sich wohl auch so, das ist meine Bahn, ihr hört halt auf zu reden. Also das hatte die wohl gedacht. Naja, Pech gehabt. Auf jeden Fall, anstatt so zu sagen, können Sie mal bitte, ja, Sie. Ja, also wenn dann schon, ich bin ja jetzt schon voll der Oldstar, also man darf mich nur noch mit Sie ansprechen. Nein, Spaß. So. Könnte man die Lautstärke etwa vielleicht noch etwas reduzieren oder so? Wäre ja alles kein Problem gewesen. Aber die saß die ganze Zeit über. Also die war erstmal genau vor mir. Lukas hatte die Arschkarte. Er musste neben der Rollen sitzen. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, aber auf jeden Fall, die war richtig genervt. Also von uns. So hatte ich das Gefühl, weil er fängt so an zu reden und sie so. So mit dem Kopf gegen die Scheibe auch noch, so, und dann so ganz leicht immer so dumm, dumm, so Kopf gegen die Scheibe gedonnert, sag ich mal. Also aber relativ leicht. Okay, wobei, mehr Gehirnzellen können da eh nicht mehr absterben. Ja, und die ganze Zeit, und dann so, ja, haben wir so unser Gespräch beendet. War erstmal ein paar Sekunden Ruhe. Dann sagt Lukas wieder was. Und schon wieder so, wo ich mir dachte, Alter, was ist denn los mit der Ollen? Hallo? Ist es ein öffentliches Verkehrsmittel? Soll denn jeder jetzt die Fresse halten oder was? Ganz ehrlich, wir haben ganz normal geredet, wir haben ja nicht irgendwie gesagt so, Alter, was geht, du, ey? Oh, Alter, hast mal wieder die Nudel da rausgeholt oder was? Das war ein ganz normales Gespräch, ja, und die Olle, ey, ich mir auch dachte, Mann, was ist los mit der? Hallo? Wenn die ihre Ruhe haben will, ja, dann soll sie sich ein fucking Auto nehmen. Und nicht dann mit einer U-Bahn fahren. Also, ganz ehrlich, ich auch dachte, was ist los, Mann? Wir haben ganz normal geredet. Und du, der Typ kann gar nicht spielen. Kann nicht mal den Ton bewegen. Schaut euch das doch mal an. Hauptsache, die Waffe haben aber nicht mal den Ton bewegen können. Also, wirklich, da dachte ich mir auch so, ey, Gott, ey, halt doch mal die Fresse da. Das war wirklich nervend. So, aber ich wollte nichts sagen, weil wir haben ganz normal geredet, ich wollte das nicht unterbrechen und die. Vor allem, was hätte ich sagen sollen? Hustenbonbon? Fragezeichen? Oder doch lieber einen anderen Sitzplatz? Naja, es ist echt. Es war wirklich. Gott, ich kann es ja irgendwo verstehen, wenn man so, ne, von der Arbeit gerade kommt, aber. Hallo? Wir haben ganz normal geredet und die flamet da rum so. Wo ich mir auch dachte, ja. Und aus Protest habe ich nicht aufgehört oder so. Einfach weitergeredet. Weil ich mir dachte, ja, setz dich doch woanders hin. Mann, da waren genug freie Plätze. Also insofern, naja, also ich bin doch ein sehr netter Junge, ne? Ja, innerlich irgendwie. Ja, auf jeden Fall, das war es dann im Grunde auch schon für heute. Ich habe schon so alles gesagt. Ja, was läuft? Ja. Der Ring ist für Lukas, Alter. Ja, das war es im Grunde auch schon. Ja. Eine Minute noch, die schaffen wir auch noch irgendwie. Ich bin Zweiter. Läuft bei mir. Ja. Ne? Alter, wo kommen die denn hier alle her, Mann? Weil ich kriege hier zwei Schüsse ab. Oh, dann noch die Rayleigh. Okay, alles klar. Alles klar, ich merke schon. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, mehr kann ich ja auch, glaube ich, auch nicht mehr so sagen. Das war es im Grunde schon. Ist schon alles gesagt worden. Bam! Den nochmal weggeholt. Komm. Holen wir uns jetzt nochmal die Schaft da hinten in den letzten 20 Sekunden. Läuft bei mir! Holen wir uns noch einen? Ne, war. Jetzt chillen wir mal hier ein bisschen so. Wir chillen unsere Basis und so. Yo, was geht? Yeah, Luftschuss. Yeah. Yeah. Freiheit. Freiheit für Kamele. Yeah. Okay. Nice. Aha. Erster. Läuft bei mir. Oh, das dreht sich sogar. Wie süß. Okay. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Das hat mir wie immer Spaß gemacht.
Freude, nicht Spaß, Freude. Und jo, dann sehen wir uns zum nächsten. Dann würde ich sagen, bis dahin, Rinja hauen und so. Kennt ihr ja schon alles. Tschüss. So. Ach ja, F9.